Tag, Herr Stoll? Stolz mit Z. Okay, Stolz. Ich komme noch mal zurück auf unser Meeting von letzter Woche. Ich war totally not convinced von Ihrer Sache da. Ich finde, Finder hat schon den besten Algorithmus. Was wollen Sie mir da schon noch präsentieren? Sie verstehen nicht. Mit der Einkalkulation der verschiedenen Selektionsparameter und der Implementierung des sogenannten grundsischen Verfahrens. Also auf Signifikanzniveau von etwa 0,05. Really? Ja, da könnte sogar ich meine Traumfrau finden. Sie? Traumfrau? Why not? Deadline ist in 2 Wochen. Finden Sie Ihre Traumfrau, dann ist Ihre Software gekauft. Oh, Micky, was habe ich uns da wieder eingebracht? Wolfscher Algorithmus startet jetzt. Hey. Hallo. Oh mein Gott. Du siehst ja aus wie der Justin Timberlake. Ja, genau. Nein, in den war ich so verliebt. Mit 10. Also, so wie ich auf deinem Profil, auf deinem Profil gesehen habe, bist du ja so ein bisschen in dieser SM-Welt unterwegs. Also, wie wendest du denn SM so an? Ja, ich bin schon sehr aktiv. Und eigentlich immer mit Leidenschaft dabei. Aber die Privatsphäre von meinen Kontakten ich schwer respektieren. Und du so? Ja, also ich bin eher so ein bisschen passiver. Aber also, wenn ich mal aktiv werde, dann interagiere ich schon eher so mit meinen Familienmitgliedern. Sympathisch. Meine Eltern sind nämlich auch Cousin. Aber ja, sag mal, also, wie viele Leute hast du schon so kennengelernt über SM? Ja, schon ein paar. Also so. Schon so 15. Ja. Und du? 15? Das ist ja noch gar nichts. Also ich habe jetzt 107. Aber gestern habe ich noch 2 zusätzliche bekommen. Also auf Kolleginnen von meiner Mami. Das heisst jetzt 109. Ja. Okay, wow. Das würde mir dir ja gar nicht geben. Das ist einfach die Maschine. So, das sind noch die 2 Bier. Danke vielmals, Tom. So, wieder auf der Jagd nach bösen Jungs, hä?
bösen Jungs. Das ist ja Wahnsinn. So jemand wie dich wollte ich ihn fast schon immer mal treffen. Aber jetzt erzähl mal. So ganz unter uns. Benutzen die wirklich so Codenamen? Habt ihr das? Ja, also meistens bin ich eigentlich unter dem Namen Venus Torture unterwegs. Interessant. Das hat mal eine Ex-Freundin von mir bei World of Warcraft geheissen. Aber zurück zu dir. Das musst du mir jetzt ganz genau erzählen. Also, was machst du genau mit diesen bösen Buben? Ja, zuerst lege ich ihnen die Handschellen an. Dann fange ich sie mal ein bisschen an bestrafen, bis sie mir dann geben, was ich will. Und was ist, wenn sie mal hart bleiben? Also, machst du noch nichts weiter, bis das Blut spritzt? Ja, klar. Und auch noch anders. Ja, da musst du mir unbedingt mehr darüber erzählen. Also, wie machst denn du das genau mit dem Bestrafen? Ich erzähle dir gar nicht. Zeig's dir. So, der böse Bub. Kannst du mir noch etwas erzählen? Also, ich weiss nicht, was du meinst. Du weißt genau, was ich hören will. Autschi! Nein, was meinst du? Außer mit der Sprache. Autschi! Also, das ist jetzt also sehr interessant. Ich muss jetzt mal schnell aufs WC. Schön da sitzen. Also, was war ich? Ah ja, genau, bei mir Strafen. Ja, genau. Aber look. Hallo? Was? Er ist angegriffen worden? Lebt er noch? Nein, ich komme fast sofort. Ich komme gerade. Hey, es tut mir mega leid. Ich muss einfach gerade gehen. Das nächste Mal zeige ich dir auch, wie hart ich bin. Für unser Vaterland! Du, lange das? Für was? Hey, guten Stuhlgang.